So, hallo, wir machen weiter. Bei Fortnite und letztes Mal haben wir hier Buchseiten gesucht und überhaupt den Battle Pass uns geholt und schon ein paar Veränderungen im Battle Pass festgestellt. Und weil wir eh gerade hier wieder im Kreativmodus unterwegs sind, ist mir wieder das Ding hier in die Augen geraten. Das wollte ich mir sowieso schon mal anschauen. Den Tactical Sprint Death One. Das klingt nämlich wieder nach etwas schon Schwierigerem. Deswegen, ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein, ne? Let's go. Gottes Willen, das war laut. Okay, so. E-Spiel starten. Okay, so. Devon will start soon. Ja, wenn ich da durchlaufe wahrscheinlich. Okay. Gut, also wird nicht weiter was erklärt, dann legen wir einfach mal los. Oh, okay. Aber guck mal, das kriegt alles schon XP. Das ist doch nice. Die habe ich gar nicht. Gottes Willen, die habe ich gar nicht wahrgenommen. Hoppala. Okay. Kann ich an der Seite vorbei? Ja. Da muss ich dann ein bisschen aufpassen. Okay, hier oben drüber. Da drüber. Nice. Geht's hier hoch. Hier hoch. Ran. Hüppa! Oh, oh. Das hat nicht hingehauen. Okay. Aber ich glaube, ich bin auch nicht gerannt. Jetzt bin ich gerannt. Ja, okay. Das war doch ein deutlich anderes Rennen. Huch. Okay, klettern. Ran und klettern. Wow, okay. Alles gut, alles easy. Wir haben alles unter Kontrolle. Jetzt muss ich da hoch. Nice. Phase completed. Oh, jetzt kann ich mir Sachen kaufen. Nö. Ich kauf mir nichts. Ah, das ist wieder ein Parcours ganz nach meinem Geschmack, ne? Das wird halt auch schwerer mit der Zeit. Okay, jetzt wird's interessant. Das sind wieder diese Giftstacheln oder was das ist. Okay, doch nicht. Da war ich zu weit drüben scheinbar. Sehr gut. Okay, da muss ich jetzt ordentlich rennen. Jo, das war nicht gerannt. Das war nicht gerannt. Das war nicht gerannt. Aber ich mag das, das ist wieder so, alles hat einen eigenen Checkpoint. Das ist sehr gut. So. Okay, da muss ich jetzt aber richtig schnell rein sein. Okay, wie mache ich das denn? Oder ich muss den antriggern, wie man das so kennt. Ja, okay, okay, alles klar. Den antriggern. Ups. Sehr schön. Dann hier rüber. Und da unten landen. Dann ist hier erstmal alles safe. Und dann hier rüber. Nice. Da hoch, da hoch. Sehr gut. Ah, es war knapp. Okay, sehr gut. Dann da hoch. Gut. Und da ist wieder ein Abschnitt geschafft. Yay! Wie viele Phasen gibt es hier? Wir werden sehen. Ob wir das ganze Video damit wieder füllen. Und da wir eh keine Musik haben, könnte ich eigentlich wieder Qmo anmachen, ne? Steht irgendwo, wie viele Phasen es gibt? Nee, ne? Steht leider nichts da. Oh, ja, okay, man kann auch oben drüber. Sehr gut. Ja, okay, wir gehen wieder oben drüber.
Und hopp. Und hopp. Wow, das war knapp. Okay. Ah, wieder eine Phase. Aber es steht nicht dort, wie viele Phasen es gibt. Hm. Na, Antrigan. Sehr gut. Ran, jawohl. Dein Wunsch ist mir Befehl, hat nicht geklappt. Okay. So, jetzt aber. Ran. Hopsa. Jawohl. Hat das einen Grund, dass das anders aussieht? Nein, okay. Okay, Anträgern. Einmal hier hoch. Das müsste jetzt aber einfach mit dran vorbeilaufen reichen. Jawohl. Vorsicht vor dem Elektrokram. Gott. Hier hoch. Hier hoch. Oh, die habe ich nicht wahrgenommen. Oh mein Gott, die habe ich nicht wahrgenommen. Hilfe. Die habe ich absolut nicht wahrgenommen. Okay, da müsste man so rüberkommen. Jawohl. Hier komme ich auch so hoch. Oh, ich glaube, hier ist das Ziel. Ich bin so doof. Ich war komplett vom Ziel abgelenkt. Aber das ist die Hauptmünze. Das ist die Hauptmünze, die man am Ende von jedem Minispiel sammelt. Nice! World completed. Sehr gut. Sehr cool. Ist das jetzt neu? Wait, das ist eine neue Welt, oder? Steht irgendwo, wie weit das geht? Ja, das ist doch jetzt was anderes. Bruder. Ach so, da kann ich so rüber, ne? Ah, okay, okay. Oh ja, das ist was anderes. Oh, jetzt mit Speed. Das hat nicht hingehauen. Okay, wie funktioniert der Speed? What? Ran. Ach so, die Tür geht dann auf, ne? Okay. Ah, okay, okay, I see, I see, I see. Bruder! Das ist knapp. Mehr wie rennen kann ich doch auch nicht. Okay. Ja, bitte. Au. Ah, okay. Je später man E drückt, umso... Okay, ja, I see, I see. Jetzt kommt dieses Eis dazu. Okay. Hier würde es mich jetzt halt echt reizen, rauszufinden, wie schwer das mit der Zeit wird. Okay, wieder eine Phase. Also vielleicht immer so 4 Phasen pro Welt oder so? Okay.
Ja. Ja. Jetzt habe ich mir gedacht, dass das schief geht. Jetzt. Ja, gerade noch. Okay, muss ich wieder rennen, ne? Ach nee, habe ich gar nicht gesehen, lol. Das habe ich gar nicht gesehen, dass es da hochgeht. Oh je. Ah, ganz knapp. Okay, ganz zum Schluss drücken, ganz zum Schluss drücken. Not like this. What? Nein, es war so knapp. Oh. Oh Gott. Die habe ich nicht gesehen. Nee, okay, ich muss die erst antriggern. Ich muss die erst antriggern. Hilft nichts. Oder komme ich drüber? Nee. Alter. Kritisch. So. Da ist wieder eine Phase. Ich meine, das ist halt doch alles sehr einfach. Ich würde echt gerne vorspringen können in die Stellen, wo es dann schwierig wird. Weil dafür spiele ich es eigentlich gerade, weil das würde mich reizen. Okay, das ist jetzt wieder... Ja. Erst rennen, dann springen und dann... nicht springen, ducken. Ja, ein bisschen später. Ich wieder ganz zum Schluss erst. Ganz, ganz zum Schluss. Nice. Okay. Wieder ein Abschnitt. Ach, habe ich nicht. Erst wieder nicht gesehen, was ich zu tun habe. Jetzt habe ich es gesehen. Oh, ja, okay, soviel zum Abschnitt. World completed. Ups, oh, ich sehe die immer nicht am Rand. Ich sehe die Dinger am Rand immer nicht. Unfassbar. Ich bin so blöd. So. Mal gucken, mal, mittlerweile ist Nacht geworden. Vielleicht ist es jetzt die letzte Welt. Oh, was? Ach komm. Okay. Der Alien hat ein bisschen gestört. Stopp. Nehmen wir alles mit hier.
Ah, unten durch, okay. Nein, 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 stopp. Ganz ruhig, alles gut. Muss nur mal gucken, wo am Rand diese Stacheln sind. Das ist bisher das häufigste eigentlich, woran ich gestorben bin, dass ich nicht gesehen habe, wo die Stacheln auf mich warten. Wenn man das sieht, ist ja alles gut. Nach oben. Okay. Ja, einfach darüber. Ja, oh wow. Ja, dann machen wir es halt so. Wir haben ja Zeit. So. Okay, hier hoch. Runter. Rüber. Ich glaube, er hat auch Schwierigkeiten Mittel, ne? Also wahrscheinlich wird es auch nicht brutal schwer. Wird's interessant zu schauen, was dieses World-Ding als Schwierigkeit hatte. Aber das macht's natürlich leicht dadurch, dass man halt wirklich jeden einzelnen Schritt als Checkpoint bekommt. Aber das finde ich auch gut. Weil nur so komme ich da auch durch. So. Yay. Noch ein Stück höher. Aber auch das wird schon so langsam repetitiv. Also gerade fühlt es sich nicht wirklich... Okay, da ist das Ziel. Okay, der Abschnitt war jetzt ganz komisch, weil das war jetzt der leichteste. So. Das war's. We did it. We did it. Nice. Someone finished the death one. Yes, I did. Okay. Sehr schön. Oh, was war da? E. Soon. Perfekt. Mit Gruppe spielen? Nee, wollen wir jetzt nicht. Unterstütze? Nö. Hat er gut gemacht, aber... Passt. Ja, wie komme ich jetzt wieder... Achso. Ich muss so raus, ne? Irgendwie... Das lerne ich aber noch nicht so ganz. Jetzt kriegt er erstmal ein Gefällt mir. Zack. Und dann eins zurück zur Lobby. Nee, nicht zur Lobby. Kann ich nicht auf die Kreativinsel zurück einfach nur? Ah, Kreativmodus. Komme ich da irgendwie hin zurück? Nee, meine Insel? Nee. Also komme ich... Gibt es keine Möglichkeit... Ah, hier vielleicht? Krasse Karte. Nee. Nee, gibt es... Also gibt es keine Möglichkeit zurückzukommen, ohne ganz zur Lobby zurückzugehen. Ah, scheinbar nicht. Na gut. Okay. Ja, eigentlich war mein Ziel ja die Möglichkeit, irgendwie die Möglichkeit zu finden, einfach auf eine Insel zu gehen. Geh zu deinem Inselzentrum und baue Inseln über den goldenen Riss. Inselcode. Wait. Ah, nee, das ist Kreativmodus dann auch wieder. Wettkampf. Auswahl von Epic. Guck mal, hier noch ein Death One.
Ist da eigentlich der Defron dabei jetzt, den wir gerade gemacht haben? Weil der war doch auch hier jetzt irgendwie am Start. Oder war der wegen Trend? Wo kam der her? Warum war der da? Tactical Sprint Defron. Das ist, weil ich kürzlich gespielt habe, aber okay. Parkour. Ah, vielleicht ist er bei Parkour zu finden. Hey, es gibt so viele. Es ist Wahnsinn, ne? Das wird mich alles interessieren und reizen. Und, ah, guck mal, Escape the World. In welcher Schwierigkeit wurde der... Nein, ich wollte die Schwierigkeit wissen. Wie wurde der eingestuft? Der wurde als leicht eingestuft. Okay, ja, und der gerade war mittel. Ja, ist okay, kann man sagen. 350 plus Parkour Fun One. Yo. Da kriegt man jetzt auch so ein Video voll. Oh, das sieht auch cool aus. Aber man kann halt nicht alles spielen, so das ist der Punkt. Taktische Verteidigung, Defron. Ah, hier sind dann Defron und Parkour ist nochmal ein Unterschied. Fahren. Wenn du Zone Wars magst, Favoriten. Okay, ja, es ist wild. Es ist wild. Dann lasst uns mal noch einfach eine normale Runde spielen. Zack, rein da. Lasst uns einfach mal noch eine normale Runde spielen. 25.000 XP bis Level 10. So, dann mache ich kurz Pause und wir sehen uns, wenn es losgeht. Und es geht los. So, wir müssen... Genau, da müssen wir hin. Das ist noch ein Ding, was wir suchen müssen. Markier mir das mal, dass ich das jetzt sehe. Okay, perfekt. Oh, bei der Gelegenheit könnte man gleich uns einen Kugler mitnehmen. Dort, schon mal eine Waffe. Ich wollte jetzt eigentlich nicht... Wie komme ich jetzt da wieder raus? Ich wollte jetzt eigentlich nicht auf die Achter... Das ist laut. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Kann ich das wegsteuern? Okay, kann ich wegsteuern. Sehr gut. Konnte sich doch irgendwie so ganz krass mit dem Ding immer bewegen. Wie ging das denn? So, wo wollten wir hin? Wo ist das blaue? Karte. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Ach, da oben bin ich. Da. Und da will ich hin. Oh, das ist, ja, nicht ganz. Nicht ganz der Weg. Hui! Oh, dang it. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Okay, cool. Da wollen wir hin. Genau da wollen wir hin. Hui! Das ist auf jeden Fall schon mal kein Wort. Dafür ist er viel zu hartnäckig. Oh mein Gott! Da bediene ich mich doch mal fix. So.
Jetzt ist die Frage. Ist der Verfolger noch unterwegs? Ja, wir sind auf jeden Fall sehr nah an dem, wo ich hin will. Das ist eigentlich gut. Da vorne ist nochmal so ein Punkt. Ach, die Dinger sind immer die Punkte. Ah, das hatte gar nichts mit... Okay, das hatte gar nichts mit irgendeinem Dings zu tun. Ich verstehe. Das hatte gar nichts immer damit... Es war immer nur Zufall, dass an der Stelle auch... Okay, I see. So, wir wollen hier rein. Hui! Ey, die Kugler sind nach wie vor einfach richtig geil zu steuern. Dann ist das hier der forstige Forst, oder wie das Ding heißt. Fetziger Forst, genau. Nice! So, dann haben wir hier diese XP nämlich auch gleich mitgenommen. Oh, ist das hier so ein Pilz, der mir Schilde gibt? Wo ich drauf soll? Ja! Kann ich das immer wieder machen, oder geht es nur einmal mit dem Pilz? Also kann ich jetzt einfach sagen, hier, 5, 6, 7... Ah, guck mal, haben wir schon. Nice. Sehr gut. Das hat gerade richtig... Habt ihr das gesehen? Das hat gerade richtig viel XP-Kram alles gemacht. Sehr nice. Okay, das war gut. Jo, wir sind einfach... gerade Level 10 geworden und sind sofort gleich Level 11, wenn ich noch ein bisschen weitermache. Sick. Hier, den nehmen wir mal stattdessen mit. So. Dann sind hier auch noch... Okay, nice. Also Missionen zu erledigen, ne, das levelt böse. Das levelt richtig böse. So, das ist die bessere, genau. Okay. Ich meine, ich weiß, wir müssen uns langsam bewegen, ne? So, kein Thema, weiß ich Bescheid. Ich muss nur hier wieder runterkommen irgendwie. Das ist gerade mein Problem. Weil ich habe ja nichts zum... Also, schaffe ich das bis darüber? Sieht alles ein bisschen hoch aus. Wie komme ich hier wieder runter? Vielleicht über den Pilz. Ja, okay, über den Pilz ist in Ordnung. Nice. Das hat jetzt auch als Schlürfsaft gezählt. Oh shit, okay, wenn ich mit denen springe, tue ich mir nicht weh. Gut. Deswegen auch dieser Schildeffekt. Okay, I see. Crazy. Ey, das hat gerade richtig viel Wahnsinn. Ich glaube, wir haben gerade 2 Level oder so mit einem Schlag gemacht, ne? Was ist da oben? Ist das eine Angel? Ja, okay, keine Zeit zum Angeln. Und vor allem, das hat ja gleichzeitig harte Schilde hergestellt, ne? Das ist krass, okay. Deswegen ist dieses Ding auch so ein Schlürfpilz. Und wenn man den kaputt macht, wird wahrscheinlich so ein Trank draus oder so. Aber das war ja egal, es musste ja kein Trank sein. Okay, also wir sind hier richtig. Lass mich mal kurz auf meine Aufträge gucken. Hier nicht. Hier auch nicht. Wie komme ich auf die Aufträge? Ach, da. Über die Karte. Genau, ne? Die 2 haben wir. Jetzt braucht noch einen Auftrag. Kondition mit Obst oder Gemüse wiederherstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Wobei, ich glaube, die gehen auch gleich weg, wenn wir die haben. Ja, das war ja auch noch so eine Sache. Und das hier ist eh wöchentlich. Das hat noch Zeit. Das hat noch ein bisschen Zeit. Boah, 43.000 gibt es dafür. Okay, nice. Ja, also, die Aufträge machen ist enorm wichtig, weil man da richtig levelt. Das ist eh gerade nicht, wo wir hinwollen. Ist irgendwas, wo wir in der Nähe sind, wo ich machen kann? Theoretisch hier... Ah, ne, das ist mit dem Öffnen. Ne, dann ist gerade nichts in der Nähe. Okay, ist in Ordnung. Dann spielen wir lieber normal. Ich würde gerne mal auf den Baum hoch. Kann man doch bestimmt, oder? Frage ist nur, wenn man da hoch kann, sind da bestimmt auch andere Spieler jetzt unterwegs. Ja, da, guck mal hier, Fallschirm von irgendwo. Weiß ich nicht. Und die Zone ist auch schon da. Also, ja.
Wo ist der? Da, oh, da ist der. Ne, den lasse ich in Ruhe. Das ist mir zu weit. Das ist mir zu risky. Kein, will ich da runter? Hier werden überall solche Bäume auch, die man pflanzen könnte. Ist mein Baum eigentlich noch da? Ja, mein Baum ist noch da. Okay. Könnte man eigentlich auch besuchen. Ist gar nicht so weit weg. Was ist das? Oh, Realitätsbaum. Da waren wir noch gar nicht so aktiv hier. Nice. Wir sind schon Level 11. Oh ja, man kommt einfach komplett nach oben. Mit einem Schlag. Und hier sind 3 Millionen Kisten. Okay, okay, wow. Aber hier war natürlich schon jemand, das ist klar. Okay, man kommt mit einem Schlag einfach da hoch. Was kann ich hier tun? Verstauen, abbauen? Nee, um Gottes Willen, ich will das Zelt nicht. Lass mich in Ruhe. War jetzt irgendwas da rein? Nee, nicht, habe ich nicht, ne? Was, dein Zelt, was kann man hier machen? F, ausruhen. Heilt man dann da drin, oder was? Yo, okay. Wo muss ich eigentlich hin? Scheiße. Das ist schlecht jetzt. Ach, siehst du, habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Aber ich muss jetzt hier mal ganz schnell in die Richtung. Jee! Ich gar nicht drauf geachtet, wo wir unterwegs sind. Ja, Munition nehmen wir mit. Das ist auch super. Oh oh. Zone is coming. Zone is coming. Okay. Ja, ihr kommt mir gerade recht. Oder auch nicht. Ja, nee, Freunde. Das wird nix. Ihr seid leider zu inkompetent. Da wäre eine Truhe. Wie weit ist es noch? Okay, Truhenabstecher ist drin. Okay, Munition. Immer gut. Richtung ist auch gut. Überleg gerade, ob ich über die Brücke... Ja, komm, wir laufen über die Brücke. Wir sind direkt hinter der Zone. Ich denke, so nah wird jetzt nicht jemand da sein. Das sollte passen. Oh, da ist sogar eine Stelle, wo ich dieses Tanzen machen soll. Naja, warum nicht? Du bist kein Gegner, ne? Nein. So, das weiß ich auch nicht. Wann bekomme ich meine Statue? Scheiße, da war einer. Ist jetzt gefährlich, was ich hier tue. Da stirbt gleich einer. Zack. Ich glaube, ein Tier ist gestorben. Ist gerade nicht so schlau, was ich hier mache. What? Oh, da ist einer gerade rausgekommen. Okay. Ist da drüben das mit dem Tanzen? Ja. Abgestürztes Luftschiff tiltet. Und hier muss ich tanzen, oder was? Wie tanze ich nochmal? Nee. Ich weiß es doch nicht. Vergesst es doch immer wieder. Nee. Bauen will ich nicht. Nein, ich will tanzen. Nee, was war denn diese Taste, die ich immer versehentlich gedrückt habe? Scheiße, ich weiß es nicht. Okay. Ganz kurz.
Bewegung. Nee. Nee. Oh shit. Oh shit. Wo willst du denn hin? Okay, tschüss. Viel Spaß dort. Ey, sonst habe ich die Taste immer versehentlich mit Emotes und Zeug ausgelöst und jetzt weiß ich nicht mehr, wo die ist. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch scheiße. Oh! Stelle mit einer Frucht wieder her. Hier, zack. Oh, 10 verbleibende Spieler. Oh, ich muss mich hier ein bisschen schicken jetzt. Komme ich da hoch? Dann ist da eine Wand. Nein, das ist keine Wand. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gleich mal die richtige Waffe auswählen. Munition ist aufgeladen, okay. Oh, da drüben jetzt liegen Waffen rum. Vorsichtig. Yo, die setzen wir mal aus. So. Dang it. Das war nicht so klug. Schade. Aber einen habe ich erwischt. Einen habe ich erwischt. Okay. Gut. Ja. Aber ordentlich Aufträge mitgenommen. Und richtig gelevelt. Richtig schön gelevelt. Gehen wir erstmal zur Lobby. Und den Kugel haben wir auch schon fast fertig. Nice. Okay. Schöne Sache. Schöne Sache, das. So. Oh, jetzt gibt es sogar 10 Battle-Sterne. Achso, weil es bis Level 11. Okay, die werden dann zusammengezählt. I see. Okay, die werden dann zusammengezählt. Es bleibt schon bei 5 plus pro Level. Gut. Ja. Nein, da wollen wir noch nicht rein. Ich wollte die Aufträge. Da, neue Aufträge, genau. Ach, guck mal, jetzt haben sie sich nämlich... Genau, wenn man die nämlich macht, dann werden die ausge... Also einmal würde ich jetzt noch reingehen. Für einen Auftrag noch auf jeden Fall. Entweder bei Tilted Towers den Gegner eliminieren. Ein Fruchtstück oder ein Gemüse... Oh, das... Okay. Das hätten wir mit dem Apfel haben können. Und das hier so sammeln wir gerade. Okay. Gut. Wie lange gehen eigentlich diese wöchentlich? Interagiere im Verlauf, wenn wir jetzt noch... Also, wie lang ist Woche 0? Weil das ist ja Woche 1, Woche 0, Woche 2? Oder ist es... Also, geht es nur innerhalb dieser Woche? Oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Aber dann muss ich hier oder hier hin? Interagiere im Verlauf eines Matches mit Sonnenfurt oder Mondfalke und Philibin. Also, da muss ich einmal hier und hier hin. Ja, komm, das kriegen wir hin. Aber vielleicht im nächsten Part. Wir machen einen extra Part, würde ich sagen. Wir sind schon bei 40 Minuten, das reicht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.